Seid gegrüßt, ihr Freunde der gepflegten Mittelalterunterhaltung. Wir befinden uns im Sommer. Es ist Sommer geworden. Ein schöner sonniger Tag. Nach dem verregneten Frühling genau das Richtige. Und wir hatten zuletzt uns damit beschäftigt, Häuser für unsere Bauern zu bauen. Und vor allem haben wir einige Zäune errichtet. Und ich habe mal, um euch nicht zu sehr mit meiner Pedanterie zu quälen, den einen oder anderen Zaun noch zusätzlich gesetzt. Ah, das zeige ich euch gleich. Wir brauchen ein paar Stöcke. Wir brauchen etwas Stroh für unser Dach. Und dann nehmen wir vielleicht gleich noch, wir haben noch ein bisschen Tragkapazität. Wiegen die Stöcke nichts, oder was? 13 Kilo. Wir haben nicht so viele Stöcke, das wird uns wahrscheinlich ein bisschen eng werden. Aber wir werden sehen. Wir nehmen ein paar Holzstämme noch mit. So, wie viel können wir mitnehmen? Ungefähr so viel. Jawohl. Mal ein bisschen zu viel, das brauchen wir hier, brauchen wir noch einen. Mal hier noch ein paar rein. So, jetzt ist das Gewicht wieder in Ordnung, dass wir vernünftig laufen können. So, hier habe ich jetzt nämlich noch ein Gatter gebaut. Ich baue jetzt nochmal schnell dieses Gatter fertig. Weil mich interessiert, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Da sind nämlich jetzt genau zwei Türen. Ja, so wollte ich das haben, genau. Hier ist jetzt dieses Gatter. Und hier vorne habe ich noch eins. Mal gucken, wie das funktioniert. Oder besser, ob. Nicht wie, sondern ob. Dann machen wir das mal hier. Ihr seht schon, ich habe doch mir die einfachen Zäune noch gegönnt. Weil ich fand, dass das hier für so ein Zwischen. Das ist ja mehr so ein abgegrenzter Weg. Ja. So habe ich mir das gedacht. Ja, aber man kommt raus und man kommt rein. So perfekt, wie das funktioniert. Es ist ein Traum. Es ist einfach ein Traum. So, und hier ist Sommer. Hier wird ordentlich geerntet, hoffe ich. Oh, und die Äpfel sind reif. Unser erster Apfelbaum. Das ist ja schön. Oh, unsere Tiere brauchen Tierfutter, sehe ich gerade. Das ist natürlich schlecht. Was brauchen wir denn da? Stroh, Haferkorn und Roggenkorn. Haferkorn. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viel. Roggenkorn. Portionen Tierfutter. Hoffentlich kommen wir damit einiges. Weit genug. Mit dem Roggen bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob der schon ausgesät ist oder ob der noch auszusäen ist. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hier ist gepflügt. Hier ist nur gepflügt. Das ist Hafer. Nee. Nee. Nee, da müssen wir jetzt auch aufpassen. Da kann man jetzt nicht zu viel. Das hier fehlt scheinbar auch der Dünger. Schlecht. Früher nicht genug Zeug ausgesät. Müssen wir mal aufpassen, weil viel mehr Roggenkorn haben wir nicht. Denn wir wollen ja noch was anpflanzen. Auch noch. Nehmen wir so eine Hacke mit. Hier ist einiges an Samen. Nehmen die Samen auch hier aus dem
Ich denke mal, ne? Können wir das Zeug eigentlich auch hier lassen? So, und jetzt müsste hier irgendwo Tierfutter sein, genau. Und Stroh brauchen wir. Gut, dann haben wir das. Genau, hier habe ich jetzt eben hier so ein Gatter und hier so ein Gatter. Und hier wollte ich jetzt nämlich Bäume pflanzen. Das war mein Plan. Ich wollte Bäume pflanzen. Quasi so Obstgärten. Und wir haben ja hier, ich weiß jetzt nicht so genau, wie viele Plätze ich habe. 6, 8. 10 oder so. So, Birnenbäume. Da oben haben wir noch Apfelbäume, aber jetzt schauen wir erstmal, was wir hier alles setzen können. Ach so, ein Säckchen brauchen wir noch. Nö, 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 nö. Ein einfaches Säckchen, da ist es. Okay. So, haben wir hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann haben wir noch Apfelbäume. So, sehr gut. Dann haben wir hier noch Apfelbäume. Perfekt. Da haben wir noch ein paar Plätze. Da kriegen wir die restlichen Bäume auch noch unter. So, hier Apfelbaum. Und hier ein Apfelbaum. Ist jetzt hier auch noch einer? Nee, ne, das waren hier nur zwei, genau. Hier, der ist so ein bisschen außerhalb. Das soll Dekoration sein. Primär. Ist halt, diese Obstbäume sind natürlich auch sehr dekorativ. Ne? Das ist natürlich schon auch nicht zu unterschätzen. Ich glaube auch, ich mache hier vielleicht noch einen hin. Kuh, Gebäude, Landwirtschaft, Plantage. Kuh, Gebäude, Landwirtschaft, Plantage. Also wie müsste ich denn das setzen, dass es hier hinpasst? Ja? Hier so vielleicht. Gebäude, Landwirtschaft. Also das ist schon extrem schlecht, finde ich. Das Setzen von Feldern und Gebäuden. Ja, bei Gebäuden geht es ja, von Feldern ist es so schlimm. Genau, Gebäude kann man ja drehen und so. Aber diese Felder. Mit diesen Feldern tue ich mich echt schwer.
So, Plantage. Ha! So, jetzt brauchen wir die Hacke. Die mal auf die 2. Und dann braucht man das Säckchen. 4. Plantage, Apfelbaum. So, jetzt haben wir hier hinten auch noch einen Apfelbaum gepflanzt. Dann könnte man eigentlich überlegen, hier haben wir ja Felder. Hier sind dann Wege. Entweder hier, passt hier noch einer hin. Nee, nein, das passt nicht hin. Das ist natürlich schon ein sehr großes Feld, dieser Apfelbaum. Der braucht schon reichlich Platz auch. Aber hier so vors Haus, das ist doch gut. Ja, da können wir schon schauen. Roggen wird im Herbst gepflanzt und im Frühling geerntet. Okay. Plantage. Oh, wir haben gar keinen Apfelbaum. Habe ich jetzt alle gesetzt? Ja, dann haben wir alle gesetzt, ne? Dann ist das jetzt zu viel. Egal, egal. Ah, da vorne wird fleißig geschaufelt. So, was wollten wir denn jetzt noch? Wir wollten ja hier, haben wir gesagt, wir könnten hier einen Hühnerstall setzen. Ja. Setzen wir auch hier einen Hühnerstall. Natürlich brauchen wir Steine. Bevor wir jetzt ins Lager laufen, sammeln wir schnell ein paar Steine. Okay. Natürlich gibt es hier keine Steine, ist ja klar. Da ist einer. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ja. Gut. So, beim Hühnerstall können wir die Wände nicht verändern. Da müssen wir es nehmen, wie es kommt. Der erste Holzhammer ist durch. Und die Ausdauer ist auch hinüber. Das kann man auch skillen, dass man hier mehr Ausdauer hat beim Bauen. Und die Baugeschwindigkeit kann man noch erhöhen. So, Hühnerstall abgeschlossen, sehr gut. Und jetzt werdet ihr lachen, aber ich glaube, ich will hier noch einen Zaun. wir machen hier, achso, nee, für den Hühnerstall. Für den Hühnerstall brauchen wir eigentlich einen etwas dichteren. Machen wir den Baum in das Hühnergehege? Ich würde sagen, ja.
So, wir machen das so. Und dann haben wir hier den Flechtzaun. Ich glaube, wir müssen jetzt mal unserem Holzfäller sagen, er muss Stöcke sammeln. Wenn wir hier diese ganzen Zäune haben wollen. So. Dann machen wir das hier so zu der Ecke vom Hühnerstall. Und dann machen wir hier oben noch zu. So. Genau, und da brauchen wir jetzt Stöcke ohne Ende. So habe ich mir das vorgestellt, genau. Wir machen jetzt hier einfach mal das Gatter fertig. Den einen Zaun hier. Den schmalen. Dann kann man schon ansatzweise erkennen, so wird die ganze Geschichte aussehen. Ja? Hervorragend. So. Hier brauchen wir jetzt noch das Dach. Da bauen wir jetzt zumindest mal das Stroh ein, das wir noch in der Tasche haben. Und ich hätte dann aber gern noch mindestens ein zweites Bauernhaus. Da müssen wir uns gerade mal Gedanken machen, wo das dann noch gut platziert werden kann. So, kein Stroh mehr. Was haben wir jetzt hier noch? Stöcke, Stämme haben wir auch keine mehr. Noch eingebaut, was geht. Restlichen Stöcke bauen wir jetzt hier noch in den Zaun. Okay, und dann überlegen wir uns jetzt mal, wo wir noch das nächste Bauerngebäude hinhaben wollen. Ich kann ja mal hier einen Schritt zurücktreten. Also wir haben jetzt hier oben Bauernhaus mit Hühnerstall und haben wir den Bauer mit Schweinestall. Also wir könnten, ich würde sagen, hier unten nochmal weiter rüber. Genau, wir machen hier unten noch weiter rüber ein Haus. Die Frage, wollen wir wieder ein kleines Haus haben oder machen wir direkt einfache Häuser? Wir könnten schon mal sagen, jetzt gibt es auch mal so ein großes Bauernhaus. Ne? So eins. Ja, so hier. Dann können wir überlegen, hier hinten noch vielleicht noch irgendwas, so einen kleinen Garten hinten, einen kleinen Gemüsegarten. Und hier vorne würde ich noch ein großes Feld anlegen. Und wir könnten dann überlegen, hier an der Seite irgendwo nochmal eine Scheune zu bauen. Würde ich, glaube ich, gut finden. Ja, dass man hier so eine Bauernsiedlung hat, in der Mitte sind so die Felder und außenrum sind die Bauernhäuser. Ja, das ist doch eigentlich eine ganz gute Sache. Ah, hier sind noch schön die Wiege, hier wächst der Mohn. Ist auch nicht schlecht. So, was braucht man jetzt? Steine. Steine für das Fundament.
Schauen wir mal, was wir hier an Steinen haben. Ah, 12 braucht man, glaube ich. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir hier auch wieder die Holzstämme als Baumaterial. Ja, das ist schon einiges. Ja, müssen wir eh noch mal laufen. Müssen wir uns jetzt nicht verkünsteln. Hier, der Kohl ist schon abgeerntet worden. Rote Beete wächst hier. Hafer, aber wir brauchen größere Felder, eindeutig. Wenn wir jetzt vor allem noch mehr Tiere haben, die brauchen alle Tierfutter, dann brauchen wir definitiv noch mehr Hafer und mehr Roggen. Und das große Roggenfeld sollten wir uns vielleicht schon überlegen bis zum Herbst, dass das direkt dann im Frühjahr gebaut werden kann. Allerdings müssen wir dann, glaube ich, noch Roggenkörner kaufen. Wir haben jetzt nur noch 30 oder so übrig gehabt. So, jetzt haben wir gesagt, machen wir das so mit der Tür in der Mitte? Ja, ich glaube schon. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen Holzwand. Auch hier wollen wir eine Holzwand. Mal schon überlegen, wie wir es mit Fenstern machen. Ich würde sagen, ein Fenster noch hinten raus. Also hier vorne noch ein Fenster. Auf jeden Fall. Okay, mehr geht schon nicht mehr. Ja, und hier hinten, das sieht auch gut aus, noch ein Fenster. Also mit Fenster. Hier wollen wir dann eine Holzwand. Mal hinten raus zwei Fenster machen und an der Seite keine. Dann wird es schön hell. Ja, machen wir. So, Holzwand mit Fenstern. Holzwand. 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 Okay. Gut, oben lassen wir wieder die Flechtwand und beim Dach. Am Dach würde ich sagen, machen wir ein Holzdach. 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 Dann haben wir jetzt hier so ein schönes naja, egal. Machen wir dann von außen vielleicht. Erstmal Material ran schaffen. Jetzt brauchen wir Holzstämme. Das Trinken müssen wir mal. Wir sind durstig. So, und dann brauchen wir einige Holzstämme. So. Oh, das ist schon sehr langsames Laufen. Mal noch einen Hammer mal, wenn wir dann leichter. Naja, zumindest ein bisschen. Das ist die Frage, was besser ist, ne? Langsamer laufen oder zweimal laufen? Das ist eine gute Frage.
Muss auch mal schauen, was hier noch geplant ist, weil hier sind auch jede Menge ungepflügte Felder. Ich glaube, wir haben einfach nur keinen Dünger mehr, kann das sein? Dass sie deswegen so wenig anbauen? Dann müssen wir vielleicht mal losziehen und Dünger kaufen. Dann gehen wir dann nachher mal nach Gostovia und besorgen Dünger. Da laufen die Schweine rum, die brauchen auch mal ein Gehege. Dann besorgen wir Dünger in Gostovia und Roggenkorn. So, hier hauen wir jetzt die Wände rein. Und bevor ich alles noch berate, ich wollte den Dachboden auf jeden Fall noch fertig machen. Und dann hier, genau, hier oben ist das Dach, Holzdach. Da brauchen wir nämlich Bretter dafür. Und wie viel brauchen wir? 6 Bretter. Und ich glaube jeweils dreimal, oder? Die Mitte, da komme ich nicht. Holzdach, Holzdach. Hier ist noch Rieddach, Holzdach. Die andere Seite. Da ist auch die Mitte. Genau, wir brauchen jetzt. Wir brauchen 36 Bretter. Und die müssen wir erst machen. Ein Brett haben wir. Das nützt uns aber nichts. Aber ich glaube, aus einem Stamm werden zwei. Schauen wir einfach mal. Bretter machen wir oben in der Holzfällerhütte. Da ist ein Sägebock und in dem Sägebock können wir dann die Holzstämme zu Holzbrettern verarbeiten. Und die kommen dann auf unser Holzdach. Hier ist er, der Sägebock. Jawohl, zwei immer. Also brauchen wir 16, 18. Also 18 Stämme zu 36 Brettern. Hervorragend. So, wir sind wieder hemmungslos überladen. Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich das Brett wieder abgeben soll, aber das Reinlaufen, Brett ausladen, wieder rauslaufen, ist, glaube ich, zeitintensiver als einfach nur loszuziehen und dieses Brett mitzuschleifen. So, und dann können wir hier anfangen, das Holzdach zu decken. Wunderbar. So, das würde ich jetzt dann machen. Ich will euch aber jetzt nicht mit dämlichem Zugucken beim Hämmern langweilen. Deswegen versuche ich das jetzt mal nebenbei zu machen. Und dann sehen wir uns quasi bei der Planung der nächsten Gebäude wieder. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr fleißig zugeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.